Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute Tag 2 der Freizeitpark-Tour. Wir sind heute im Europapark. Gestern war ich ja bereits im Phantasialand. Ich verlinke euch das Video gerne nochmal bei dem i, wenn es euch interessiert. Ja, das Wetter ist wieder heute überragend. Wir freuen uns auf den Tag. Ich bin mit Michaela unterwegs. Ist gerade noch hier. Hi! Und Brina kommt gleich noch. Die muss noch zum Auto rennen. Ja, wir freuen uns auf einen schönen Tag. Wir treffen ganz viele unserer eigentlich Disney-Community. Aber da das Disneyland noch geschlossen hat, müssen wir uns mit anderen Freizeitparks vergnügen. Und ja, ich berichte euch heute wieder, wie es hier aussieht mit Corona, mit Maskenpflicht etc., Abstandsregeln, wie die Wartezeiten sind auf den Attraktionen etc. pp. Also so ähnlich wie gestern, nur heute aus dem Europapark. Also beim Parken war eine kleine Schlange und man bekommt direkt auch beim Reinfahren hier diese allgemeine Infos zu ihrem Parkbesuch. Da steht alles Wichtige drin, was man beachten muss während Corona. Und man wird auch gefragt, ob man bereits ein Online-Ticket erworben hat. Das ist ganz wichtig. Ihr braucht unbedingt ein Online-Ticket vorher, sonst könnt ihr den Park leider nicht betreten. Hey, der ist wieder da! Sehr schön! So, wir sind jetzt im Park und es werden hier diese Virtual Line Flyer ausgeteilt. Die sollen noch eigentlich über die Europapark-App funktionieren. Es gibt einige Attraktionen, wo ihr euch virtuell anstellen könnt. Das heißt, es gibt eigentlich keine Warteschlangen. Nur diese virtuellen könnt ihr dann in der Europapark-App buchen. Heute funktioniert es leider nicht. Welche Attraktionen sind beinhaltet, Michaela? Arthur, Euromir, Eurosat Concon Coaster und die Blue Fire. Genau, also bei den Attraktionen könnt ihr euch theoretisch virtuell anstellen. Heute funktioniert es leider nicht. Wir schauen uns jetzt mal an, bei einer Attraktion, wie es dann heute aussieht, ob es dann im Prinzip so Fastpässe verteilt werden oder ob man sich normal anstellen muss. Also es ist leider heute etwas ernüchternd. Wir laufen hier von Attraktion zu Attraktion. Der Kongo hat zu, Euromir hat zu. Jetzt haben wir das Ticket irgendwie gescannt bekommen in dieser Virtual, also in dieser App. Aber er sagt, dass Blue Fire und Arthur gerade nicht verfügbar sind. Also der Frust steigt bei uns. Wir laufen jetzt hier irgendwie durch den Park und versuchen irgendeine Attraktion zu finden, die gerade geöffnet hat. Das, also was ich nicht verstehe, der Park hatte ja gestern schon offen zum ersten Mal. Heute ist der zweite Tag der Sommersaison und ich verstehe es nicht. Also ich halte euch auf dem Laufenden, aber zurzeit ist der Frust sehr groß. Auf Snorri-Tour in Skandinavien. Ich muss sagen, eine wirklich sehr schöne Attraktion. Süß gemacht, für Groß und Klein. Geht auch ein bisschen rasant. So, naja, das kann man nicht so sagen. Es war wirklich eine sehr schöne Attraktion. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns bei der Blue Fire anzustellen. Die virtuelle App funktioniert ja nicht. Und laut Anzeige ist die Wartezeit 60 Minuten. Ich habe auf meine Uhr geschaut, wann wir uns angestellt haben. Und werde euch dann nach der rasanten Fahrt berichten, wie lange wir wirklich angestanden haben. Also hier kommt ein Wagen vorbei.
Und ihr seht, in der ersten Reihe sitzen drei. Dann sind irgendwie 1, 2, 3 Reihen frei, warum auch immer. Dann sitzen wieder 2, eine Reihe frei, 2 und eine Reihe frei. Warum denn jetzt 3 Reihen frei sind, wissen wir nicht, aber das ist natürlich, das reduziert natürlich die Kapazität immens. So, Blue Fire hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Im Endeffekt war die Wartezeit nur 45 Minuten anstatt 60, also weniger als angegeben. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gerade hier im Magnum Store und ihr könnt euch euer eigenes Magnum designen für 5,50 Euro. Das machen die Mädels jetzt und zeige ich euch deren Ergebnis. Und dann kann man das hier wunderschön in Szene setzen und fotografieren und mit dem Hashtag Magnum Europapark fotografieren. Ich finde auch diese Eisstiele wunderschön. Karamellstückchen. Okay. Mit Schokolade. Das sind Rosé-Stückchen aufgezogen. Das ist so orange. Das explodiert. Das ist so schön. Wie sieht das fertige Ergebnis jetzt von der Brina aus? Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Verschulde ich mir später auch noch eins. Geschlendert und sind jetzt Piccolo Mondo gefahren und das Geisterschloss. Da mussten wir gar nicht anstehen, was sehr gut war. Sind einmal durchgelaufen und konnten uns auf die Attraktion setzen. Michaela, was denkst du über die Sachen? Ich habe mich ein bisschen nach Paris versetzt gefühlt, weil es waren schon einige Sachen ähnlich wie im Phantom Manor. Ja, das fand ich jetzt auch. Was mir noch auffällt, ist, es gibt sehr wenig Desinfektionsspender. Ja, das stimmt. Es sind wenige. Also am Eingang in Paris mehr. Genau, und gestern im Phantasialand auch. Ah, okay. Am Eingang fehlen welche, finde ich, am Ausgang. Man fasst ja doch immer die Bügel an, etc. Wir laufen jetzt in den Shop und gucken, ob wir die Europapark-Masken bekommen. Falls ihr Masken sucht, die erhaltet ihr hier auch im Europapark. Bekommt sogar Europapark-Design-Masken für 1 Euro. Es sind im Prinzip die einfachen Mundschutzmasken, aber ich finde, es ist eine ganz süße Idee. So, wir sind gerade auf der Silver Star, also wir stehen hier an, wie ihr sehen könnt. Und es sind maximal 3 Personen pro Bereich erlaubt. Hier auf dem Boden seht ihr die Markierungen. Genau, und in jedem Bereich maximal 3 Personen aus eigentlich einem Haushalt. Wir sind sehr gespannt. Schaut mal. Ihr seht gerade, die Mitarbeiter desinfizieren gerade die Sitze. So, meine Lieben, die rasante Fahrt auf der Silver Star auch überlebt. Es war, als wir reingegangen sind, angeblich 45 Minuten Wartezeit. Wir haben aber nur eine halbe Stunde angestanden, was wirklich gut war. Und es hat einen riesen Spaß gemacht. Ich bin gerade im Madame Freudenreich. Daniel meint, das ist ein richtiges Highlight. Ich bin sehr gespannt. Oh.
süß. Alles Gute, Rex. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Rex. Happy Birthday to you. Hallo. Gesehen, es gibt zwar keine Shows, aber zwischendurch fahren hier immer ganz kleine Paraden durch den Park. Das finde ich eine sehr nette Geste, damit man auch die Charaktere von Weitem begutachten kann. So, es ist Zeit fürs Mittagessen. Wir essen heute in der Taverna Mykonos. Einer der wenigen Desinfektionsspender hier im Park, die ich gesehen habe, am Restaurant. Ich kann nicht mehr kalt werden. Also ich habe hier das Gyros Pita. Für 4,80 Euro plus eine Cola. Das ist jetzt mein Mittagessen hier. So, mein Fazit zum Mittagessen. Ja, es war okay für so einen Imbiss. Bei den meinen anderen Kandidaten, die mit mir unterwegs sind, war das Essen eher kalt. Mein Brot war auch nach einer Zeit ein bisschen trocken, weil das Tzatziki war nur oben verteilt und wenn du das dann gegessen hast, dann war das Tzatziki weg. Also, ja, es war okay, aber ich habe auch schon mal besser gegessen. So, wir sind jetzt auf dem Fjordrafting. Wir haben 10 Minuten gewartet, was wirklich in Ordnung war. Schaut mal hier meine Kameraden an, die haben es schon vorbereitet. Nein, jetzt hier. Mein Rücken ist schon nass. Vorsicht, Vorsicht! Nee, da will ich jetzt hoffentlich fahren, da ist es runter. Nein! Ah. Nein! 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 Ich kann ja nicht sagen, aber ich sitze ja nicht gut. Also Simone! Also Simone! Red T-Shirt Contest! Simone, hast du gewonnen! Mir läuft die Vorritze runter! Ein kleiner Walzertraum. Simone ist ein bisschen nass geworden. Vom Fjordrafting gekommen. Simone hat mal gedacht, sie geht baden. Ich dachte, komm, eine Dusche, brauchst du heute Abend nicht duschen. Genau, das ist clever. Ja, eine sehr rasante Fahrt hier mit dem Fjordrafting. Ich bin klitschnass, deswegen halte ich auch meinen Rucksack gerade vorne. Es ist echt ekelhaft gerade zu laufen. Die Sonne scheint gerade nicht so sehr. Jetzt machen wir uns gerade auf den Weg zum Boletarium. Da haben wir nämlich heute Morgen uns Tickets gezogen am Automaten und dann müssen wir um eine gewisse Uhrzeit wieder zurückkommen. Ähnlich wie Fastpässe. Und dann machen wir uns jetzt gerade auf den Weg. Ich kann euch jetzt auch nochmal hier den Daniel zeigen, wie nass er ist. Einseitig. Einseitig von meiner Seite. Aber ich habe es schlimmer abbekommen. Zeigt euch! Ihr denkt, ihr könnt mich so nachhalten?
So, gerade aus dem Voletarium raus. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr schöner Ride. Das war das erste Mal, dass ich es gefahren bin. Es ähnelt sehr dem Soarin' Ride in Walt Disney World. Haben mir meine Mitbegleiterin gesagt, da ich letztes Mal nicht in Walt Disney World war, weiß ich das nicht. Mir war ein bisschen kalt, weil ich ja noch nass bin von dem Rafting. Da war es ein bisschen fresh, aber ja, allem ein wirklich schöner Ride. Und was ich euch empfehlen kann, ist wirklich morgens, direkt wenn ihr reinkommt, dieses Zeitticket, diesen Fastpass zu nehmen, eine Attraktion, weil dann wir haben wirklich nicht warten müssen, wir sind einfach durchgelaufen, direkt zur Attraktion. Das ist ein Tipp von mir. Ja, Rennspazier, welcome. Mein Name ist Bartholomäus van Robbenhoff. Aber das wussten Sie ja sicherlich schon. Schließlich wird dieses hübsche Gesicht in jedem Hafen dieser Welt gesucht. Als ob ich ein Dieb oder Pirat wäre. Ich bin Abenteurer. Ich stehle doch nicht aus Gier, sondern um die Geheimnisse dieser Welt zu beschützen. Einer der neuen Animatronics für den Ride Pirates oder Piraten von Bataria, der ja abgebrannt ist. Und jetzt wurde es ganz neu gebaut und das ist jetzt einer der neuen Animatronics. Hier könnt ihr euch an einem Automaten hier so einen Geldschein ausdrucken lassen für 2 Euro Piraten in Batavia. Hey! Da ist er weg. Also es gibt wieder Leute hier, die Regeln des Freizeitparks nicht akzeptieren. Man muss die Maske in geschlossenen Räumen tragen, in den Wartebereichen und auch auf den Attraktionen. Auch wenn die Attraktion weit weg von der anderen, also die Bahn von der anderen Bahn entfernt ist, heißt es nicht, dass man ihre Maske abnehmen kann. Man soll die Maske weiter oben tragen. Und ich finde es respektlos, dass die Leute es dann runterziehen und andere Leute sehen das und ahmen das auch vielleicht nach. Und das finde ich gar nicht gut. Get on my track, take a backseat, hitchhike, oh, and take the long, long ride on my motorbike until I'm ready. Please, a little thing for love. Shoot tight, boys, come on! Anziehende Herren, sehr bewusst darüber, dass sie nicht eingeladen wurde. Und nicht mit lauter Stimme. Wir sind gerade Arthur und die Minimäuse gefahren. Eine super schöne Attraktion für Groß und Klein. Bisschen rasant, bisschen Märchen und ich finde es ganz toll. Die Wartezeit war eigentlich 30 Minuten und wir haben auch ca. 30 Minuten gewartet. Also man kann sich schon an die Wartezeiten, die angegeben sind, halten. So, meine Lieben, ich stehe jetzt hier mit dem Stefan, dem Freizeitpark-Traveler, und er äußert sich jetzt zur Situation hier im Europapark heute. Hi Simone, ja, ich bin doch positiv überrascht heute vom Europapark und von dem Besuch. Lange haben wir ja drauf hingefiebert und ich bin, wie gesagt, heute mehr als zufrieden mit dem Tag. Klar, so an der einen oder anderen Stelle gibt es noch Verbesserungspotenzial, aber wir konnten die Sachen fahren, die wir wollten. Auch das mit dem Mundschutz ist auch in Ordnung. Es ist jetzt nicht perfekt, aber ich denke, damit kann man sich auf jeden Fall anfreunden. Und auf jeden Fall war es schön, dich und auch alle anderen auch heute getroffen zu haben. Und ich hoffe, dass wir das bald mit Abstand oder vielleicht demnächst auch mal ohne Abstand dann auch mal wiederholen können. Wie waren denn deine Wartezeiten so im Durchschnitt? 10 Minuten. Das war das längste für dich, ja, wirklich? Ja. Okay. Also wir sind morgens gleich um 9 durchgestürmt, Fjord-Raftings, Snorri-Touren, Pegasus, also wir sind wirklich alles das, was wir heute wollten, gefahren und konnten sogar noch in Ruhe ein Eis essen. Das war übrigens die längste Wartezeit an einem Magnum Leisure Store, 40 Minuten. Den habe ich heute Morgen schon gezeigt, da war aber nichts los. Ja, also was ist noch dein Geheimtipp für den Europapark zum Schluss?
einfach die Restaurants. Die Attraktionen kennen alle, die Restaurants werden meistens immer so ein bisschen auch beiseite gelassen. Also nehmt euch Zeit, es ist wirklich schön, auch mal sich in Ruhe ins Flott-Restaurant zu setzen oder ins Restaurant Spices. Also da gibt es auf jeden Fall kulinarisch auch ganz viel, was man entdecken kann. Ansonsten bin ich der Meinung, Europa-Park lohnt sich auf jeden Fall immer. Danke dir. Gerne. Bisschen fester, Simone. Warte. Aber dann weg. Das geht nicht gut. Oh, wei. Nee, warte, warte, lass es, lass es. Ja. Ciao. Wir gehen jetzt gerade ins Hotel Andalus und wollen da einen leckeren Eiskaffee mit Schokolade mit Donut essen. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ich fühle mich gerade wie in Spanien. Es ist wirklich sehr schön hier. So, wir sind jetzt hier in der Bar El Circo und wollen was trinken. Hier müssen wir diesen Zettel ausfüllen mit den Haushalten. Es sind 2 Haushalte pro Tisch erlaubt. Ich zeige euch mal hier auch die Atmosphäre. Wir sitzen hier am Pool. Ja, da können wir nicht reinspringen, aber das Wetter ist gerade auch nicht mehr so schön zum Reinspringen. Also ich finde es hier sehr schön. So, unser Monster Milkshake ist jetzt da. Schaut mal. Ist das nicht geil? So, jetzt am Ende sind die Wartezeiten relativ gering. Jetzt fahren wir noch eine Runde Jungle Cruise. Jetzt habe ich viel Action. Guck mal, da bin ich sogar. Das rosa? Ja. Das sieht super aus. Hier im Europapark neigt sich langsam dem Ende. Es ist gleich 19 Uhr. Wir versuchen einmal noch Concorde zu fahren, aber ich sage jetzt schon mal Tschüss für heute und gebe mein Resümee. Ihr habt das schon vom Stefan gehört. Es war wirklich in Ordnung heute. Am Anfang gab es ein paar Schwierigkeiten, aber im Ganzen war es wirklich in Ordnung. Die längste Wartezeit, die wir hatten, waren 45 Minuten. Aber es gab auch viele Attraktionen, wo wir wirklich nur 10, 15 Minuten angestanden haben. Und wir hatten einen wunderschönen Tag, das Wetter war wunderschön, wir hatten sehr viel Spaß, haben tolle Leute getroffen und man kann auch während Corona Spaß im Freizeitpark haben. Das habe ich auch gestern schon im Phantasialand gesagt. Man kann die Corona-Krise ein wenig vergessen, obwohl man natürlich die Maske tragen muss und den Abstand halten kann oder muss. Genau, nicht kann, sondern muss. Und ja. Das war es von mir heute aus dem Europapark. Mal gucken, wo es mich als nächstes hin verschlägt, in welchen Freizeitpark. Oder vielleicht ist es ja schon Disneyland Paris beim nächsten Mal. Ich hoffe es ganz doll. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Und Yoda wollte euch auch nochmal Tschüss sagen. Bis dann!